Ja, sei gegrüßt zu Shorts of War. Das ist jetzt der dritte Versuch, den ich hier gerade mache. Update 34 ist raus. Viele Neuerungen. Ich werde die Neuerungen heute zeigen in einem Botgame. Ja, in einem Botgame. Ja, weil aus Zeitgründen etc. Hier sieht man jetzt zum Beispiel von meiner Allianz, die ich ja gegründet hatte, bei Update 33. Ja, denk schon. Ja, es gibt jetzt Wappen. Avatare, Wappen. Wappen? Schild. Schilder, genau, das sind Schilder, sollen das sein. Schilder. Ich habe mein Schild direkt zusammen erarbeitet. Ziemlich nice aus, Martin. Man kann sich hier die verschiedenen Dinger noch freispielen. Indem man im Level aufsteigt. Nicht so verkehrt, also ich finde, das war besser. Das besser, definitiv besser. Und ja, man kann sich freispielen vom Level her, wenn man mit dem Level aufsteigt. Gibt es sonst was Neues bei Allianzen? Fragen wir das hier. Naja, ist egal, wer es reingeschrieben hat. Ich weiß nämlich nicht. Ist egal. Sentinels wurden billiger. Jeder Sentinel wurde billiger. Alle Skins wurden billiger gemacht. Glaube ich, dass es alle waren. Oder die meisten, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und es gibt natürlich einen neuen Sentinel, den habe ich mir natürlich schon gekauft. Habe ich mir gegönnt. Direkt am Anfang. Instant gegönnt. Und hier. Empfohlen laut und Story. Ja, braucht kein Schwein. Fähigkeiten. Aufgeschlitzt, fügt zusätzlichen Schaden zu und verlangsamt Feinde mit ihren Angriffen. Die Passive. Ist die Passive? Scheint die Passive zu sein. Ja, ist die Passive. Ausgepeitscht, das gebundene Ziel wird wirkungsunfähig, wenn die Verbindung nicht aufgelöst wird. Ist ein Rechtsklick. Das ist wie bei Patches, der Rechtsklick. Ist ja auch so ein Strahl. Aufgespießt, schießt drei Stacheln auf Feinde in der Nähe. Ist so eine Art Schnibbeln von Cobra. Die dreht sich dann halt nur. Bisschen schneller, ein bisschen länger. Und macht so Damage. Verwundet, sprintet vorwärts und. Warte. Verwundet, sprintet vorwärts und kann kurz darauf wieder zurückspringen. Zurück sprinten, nach sprinten. Ist, wer LeBlanc kennt von League of Legends. Ja, auch so eine Art, nur viel kleinerer Sprung ist er so gesehen. Du springst nach vorne, machst deine Fähigkeiten praktisch und springst dann wieder zurück. Meine Leertaste, also das ist die Leertaste-Fähigkeit. Du kannst dann nochmal dahin springen, wo du losgesprungen bist. Da landest du dann wieder, ist nur ein kleiner Sprung, leider. Vielleicht kommt ein Custom-Item, dass das ein bisschen größer wird. Wäre nice, wäre nice. Und die Ulti, du löst sie aus, bringst dann automatisch zu deinem Gegner und machst ihm Schaden. Ich habe es mir anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, aber ja, aber auf jeden Fall ist definitiv nicht mein Champ, definitiv. Ich habe es jetzt einfach nur einmal gespielt, aber ne, so. Momentan nicht wirklich gut. Es gibt auf jeden Fall Leute, die da mit abgehen und so. Definitiv, oh, die Gegner haben eine verdammt miese Kombi mit Dezio und Nemesis. Wenn die Slow auf Level 13 haben, ist GG. So, aber wir machen jetzt nur eine kurze Bot-Runde. Weil ich jetzt nicht die Zeit habe, weil es ist schwer, den neuen Sentinel auszuwählen, weil er heute rausgekommen ist. Jeder will nicht spielen. Und den auszuwählen ist wirklich Sache. Und jetzt müsste ich, wenn ich jetzt in ein Game gehen würde und kriege ihn nicht ausgewählt, dann müsste ich das Game spielen mit irgendjemand anderem. Bei meinem nächsten Versuch. Dann wieder und dann wieder, je nachdem. Vielleicht läuft es mal Zeit, mal vielleicht aber erst beim dritten Mal oder vielleicht erst beim vierten Mal. Und das wären dann knapp, je nachdem, wenn jede Runde 20 Minuten geht, wenn es, ne, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und da, nein, habe ich jetzt gerade echt kein Interesse für. Weil ich momentan echt, ne. Ich habe schon wieder keinen Allot ausgewählt, sehe ich gerade. Jetzt den Sprung, die Leertaste. Das ist die Reichweite von dem Sprung. Dann. So. Also es ist nicht weit. Es ist definitiv nicht weit.
Das war jetzt der Strahl, der muss natürlich treffen, ne? Also ist definitiv nicht weit der Sprung, aber man kann ihn in der Theorie gut einsetzen. Wenn man hier macht, dann macht man Schaden und dann springt man wieder zurück. Das ist eigentlich voll okay. Muss mal gucken, wie man es umsetzen kann. Taktisch. Dann, ja, die E wählt sich nur aus, wenn noch Feinde in der Nähe sind oder Gegner. Haben wir jetzt hier. Die drei wurden jetzt getroffen. Ich muss, glaube ich, nicht mal in denen drin stehen. Ich kriege die auch so. Glaube ich. Guck mal. Ja, ich mache auch so schade. Ich muss nicht mal in der Nähe sein. Also, ich muss mal in der Nähe sein, aber nicht daneben stehen. Erstmal kurz. Erhalt mich. Ja, warum nicht, ne? Hier. Mach kurz den hier. Und. Huch. Wow. War ein bisschen viel Damage. Ich hätte zurückspringen. Ne, zu spät. Kann man auch weglaufen? Man macht den Jump. Man aktiviert das. Läuft zum Gegner. Geht das? Warte. Wenn ich jetzt hier stehe und. Wow. Okay. Das ist natürlich, das sieht man natürlich nicht unbedingt im ersten Game, aber das ist interessant. Wissen, dass ich das hier machen kann, dann laufe ich, dann bin ich hier. Aha. Wirklich sehr interessant. Könnt ihr das aktivieren? Ja, können wir machen. Machen wir auch mal kurz. Testen. Wir haben mich gemacht und abgehauen. Aber er hat mich trotzdem getroffen mit seinem Ding. Wirklich. Oh. Ja. Was soll ich jetzt? Den mache? Hep. Hep. Schaden geworden und weg. Ah. Es ist in der Hinsicht kurios, dass sie. Alter, die wollen es wohl wissen, was? Der hat mich. Das ist echt nice. Also es ist komisch, dass sie da einen treffen. Einer. Ja, der war gut gestealt. Ding hier. Ah, war zu spät. Ist dann das raus? Du bist tot, du bist tot, du bist. Du bist mir. Nein! Nein! Wird nicht getroffen? Was? Was? Wieso hab ich den mit dem E nicht getroffen gehabt? Ah, die ist echt komisch zu spielen. Ich komme mit der echt nicht zurecht. Deswegen, mit Cobra komme ich auch nicht zurecht. Echt kurios. Echt kurios. Dauer? 3,5 Sekunden habe ich nur Zeit. Richtig. Richtig. Ich bin mal gespannt, wie es beim Nemesis ist. Weil. Was mir nämlich aufgefallen ist, war. Dass sie den Stun automatisch dahin setzen, wo ich hinspringen werde. Also wo, wenn ich den hier mache, setzen sie den Stun dahin. Obwohl ich dann in dem Moment neben den stehe. Also die regieren, also die Bots regieren da sofort. Das wundert mich. Deswegen hat der Beat mich jedes Mal getroffen, genau wie der. Stun von Decima. Hätte mich auch so gut wie getroffen gehabt. Wo ist der denn? Ah, der Drache sieht anders aus. Cool. Cool. Cool.
Ich habe eben gar nicht gesehen, als ich gespielt habe. Was? Oops. Alter, der Nemesis ist aber nicht ohne du. Okay, kannst du gut. Das ist nice. Wenn du in den Drachen gehen willst, machst du hier die Leertaste, du gehst rein und portest dich dann schnell zurück. Ist das so? Gehst du rein oder machst du den? Ultra nice. Wie gesagt, manche Sachen kann man echt gut hier umsetzen. Wollte ich gar nicht. Yep. Der reagiert sofort, wo ich bin. Wenn ich wegspringe. Instant Reaktionen. Natürlich ein bisschen squishy. Aber man hat gesehen, er hat sich sofort umgedreht. Jeder andere normale Mensch braucht da, ne? Hätte umfokussiert oder sonst irgendwas. Aber der wusste direkt. Vielleicht sieht man das ja auch, dass ich wieder dahin springen werde. Vielleicht. Guck mal, wo der Gegner-Ref ist. Ich hab noch nicht gesehen. Okay. Erste Ulti ist raus, zweite Ulti ist raus. Jetzt kann man mal kurz meine Ulti mal kurz testen. Jetzt, wenn ich jetzt R drücke, ich automatisch in seine Richtung. Da. Und? Was? Ich hab den. Ja, der war im Nebel. Er war im Nebel, deswegen hat die Ulti nicht getroffen. Jetzt habe ich die Ulti aber mal zum ersten Mal richtig gesehen. Ich kann das dreimal machen. Dann beginnt das die Abklingzeit. Die Abklingzeit allgemein beträgt 5 Sekunden. Relativ wenig. Aber zu langsam. Ich wollte eigentlich noch springen, aber dann erledigt gehabt. Oh, da ist der Gegner Ref. Oh, falsch. Ja. Ja. Und Ulti. Ja. Ah, egal. Es ist, weiß nicht. Komisch zu spielen, den Typen. Wirklich komisch. Ich weiß noch, ob der Striker mir die ganze Zeit hinterherläuft. Ich kann das so stunnen und dann weiter draufschlagen. Interessant. Meine Autodecks laufen weiter. Ja, machen wir weiter. Das ist nice. Jetzt stirbt er da vorne. Weil ich mich backgebeutet habe. Der ist doch nicht gestorben. Wolltest du mal mit den hier machen? Schade. Können wir machen. Hallo. Also warum ist er nach unten gesprungen, wenn er oben war? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe die Ulti gemacht und er springt nach unten statt nach oben. Ja, ja, es ist ganz kurios. Ganz kurios. Das ist wirklich komisch. Hier müsste man echt 20 Mal spielen, bis man sagen kann, ich verstehe. Ich verstehe, weil... Deswegen. Er ist nicht einfach, definitiv nicht. Würde aber auch... Ich würde sich für mich nicht lohnen, ihn zu trainieren. 615, 615. Noob. Würde
echt nicht lohnen. Ja. Kurios, irgendwie kurios. Was gab es noch Neues? Ah ja, hier haben wir jetzt News-Dinge hier. Jetzt dann alles sehen, was in der Allianz passiert. Hier Leute, die bei vom Gamescom-Turnier erste, zweite, dritte Platz haben so ein Avatar-Bild bekommen. Battle of the Shards. Ich habe es leider nicht gekriegt. Sehr schade, wirklich sehr schade. Sieht so nice aus. Das sieht so fucking nice aus. Ah, kotzt mich das an. Und hier haben wir jetzt unten so ein ESL-Ding für E-Sports. Haben wir die Ladder. Oder andere Teams heraus und erklären wir die Ladder. Teams können bis zu 5 aktive Herausforderungen gleichzeitig haben. Falls mehr als 9 Teams angemeldet sind, werden Pflicht-Matches angesetzt. Gewinne Preise und Sieg, Siegeslorbeeren. Ach, weiß ich was. Wir haben da auf die Idee, das reinzuschreiben. Und Go for Shots of War Cup. Die wöchentliche Go for Shots of War Cup werden jeden Sonntag ausgetragen. Teams treten in einer Einzelausscheidung gegeneinander an. Die besten 4 Teams, weiß ich nicht, nehmen an der Monatsfinale teil. Ich habe eben vorum gefragt. Aber eigentlich sind es die besten 8. Aber ist egal. Wöchentliche Preise 200 Euro, 100 Euro, 50 Euro und Monatsfinalpreise 500, 250, 150 Euro für die jeweiligen Plätze. Da kann man oben beitreten und dann wird man auf die ESL-Seite weitergeleitet. Dann, was haben wir noch? Neues. Noch ein neues. Sollen wir denn noch neues? Oh Gott, hier reingucken. Weil ich jetzt viel gespielt hatte. Weil 2 von 3, Ref 2 von 3, Box 3 von 10, Patches 8 von 10, mit 9 Bulwark 9 von 10, Rhino 15, Jiminy 5, Cobra 13 von 5, Calibre 13 von 25, muss ich einmal spielen. Beach 18 von 25, Zell 34 von 50, Pulsar 38 von 50 mittlerweile, nice. Nemesis 34 Mal habe ich den bis jetzt gespielt, Alter, ich habe eine richtige Farm. 34, 5. Jetzt mal 28, 50. Bastion 28, 50. Okay, die sind alle voll. Ward ist voll, Hulken voll, Valkyrie voll, Striker voll, Judo voll, Flatline voll, Blitz voll. Manchmal 6 Nemesis, Pulsar und Dezima voll. Easy going. Easy going. So, sonst irgendwas Neues. Sentinels waren billiger, der Drache sieht anders aus. Nein, dann machen wir mal das Forum auf. Das Forum wird geöffnet. Date 34. Dann ändern wir mal kurz. Hinzufügen. Monitoraufnahme. Fensteraufnahme. Ja. Wow. Wie das einfach überhaupt nicht passt. Huch. Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade. Wow. Das passt überhaupt nicht. Aber ist egal. Ist egal. Ich weiß ja nicht genau, was das sein soll. Stupid. Hier sieht man einen neuen Sentinel, das was er kann, haben wir gerade gesehen, neue Features, neue Sentinel-Ref, Fähigkeiten, hier, kein Problem. Dann wurde die Trefferkennung für Standardangriffe und Fähigkeiten wurde verbessert. Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aber ich achte auch auf solche Sachen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Feinabstimmung der Einheitenkollisionen achte ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Gestapelte Verlangsamungseffekte, ja, muss ich noch testen, wie sich das ausgewirkt hat. Ob das jetzt ein riesiger Unterschied ist. Aber da sieht man ja bei Dezima, der so ein Ultra-Slow und hart. Mal schauen, wie das machen, weil ich spiele. Es gibt ja ziemlich viele Leute, die mit Slow spielen. Wenn Nemesis Slow hat, Dezima Slow hat, dann hast du vielleicht noch eine Kalibre mit Slow oder ein Ward mit Slow und das ist einfach dann so viel Slow auf einmal. Ja, dann bist du einfach am Arsch. Deswegen haben wir die Berechnung hier umgeändert, weil so viele Leute mit Slow spielen, weil das Slow einfach so OP ist. So, Allianzmodul. Schilderstellung und Pinnwand. Pinnwand? Achso, ja, die Pinnwand ist das News-Ding. Ah, so, ja. Hier unten.
Interessant. Umstellung von Ranglisten zum SL-System. Haben wir gesehen, haben wir getestet. Dann korrigierte Bugs. Ja, ist jetzt nicht. Relativ Wurst. Dann Änderungen. Drastisch geänderte Preise von Sentinels. Die sieht man. Nemesis kostet jetzt 10.000. Dezima, Calibre, Beach, Radio, die haben 10.000 kosten jetzt 9.000. Jetzt 8.500 Gold. Box, Cell, Bastion, Patches kosten jetzt 8.000, vorher 10.000. Blitz, Rhino, Valkyrie, Cobra kosten jetzt 7.000, vorher 10.000. Jimny, War und Vulcan kosten nur 6.000, vorher 10.000. Battle and Bulwark Striker kosten nur 5.000, vorher 5.000. Hä? Versteht ihr? Kosten jetzt nur noch 5.000 Credits. Wir haben vorher 5.000 gekostet. Was für ein Schnäppchen. 0% Rabatt. Da müssen wir draufhauen. Da müssen wir. Aber ich denke mal, hier geht es eigentlich nur ums Gold. Also Goldpreis gesunken ist. Trotzdem 0% Rabatt. Und hier dann die Skins. Neuer Goldpreis für die einzelnen Skins. Hier Striker Maverick kostet 600. Hat ich gesehen. Haben wir den schon? Ne. Interessant. Paketpreise wurden angepasst. Sind in der Sprachausgabe. Viele Sensen haben jetzt eine Rückzugssprachausgabe, wenn sie sich zurück zur Basis teleportieren, sowie eine Anfangssprachausgabe beim Betreten des Matches. Interessant. Gameplay-Änderungen. Das Angriffstempo des Drachen wurde erhöht und an die Grafik seiner Waffe angepasst, weil er so ein Maschinengewehr hat, ne? Bam, 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 bam. Und der Schaden wurde reduziert. Angriffsverzögerung wurde reduziert. Jungle und im Lane. Sentinels, Nahkampf-Sentinels, Angriffsbogen der Nahkampf-Sentinels war etwas weit, also, ne, man hat ja bei Pfeil sieht man das sehr gut, wenn er mit seinem, mit einer kleinen, seiner Sense da rumschlägt. 120 Grad wurde auf 90% verkleinert. Deadline hat seine Passive verloren. Wurde halt neu gestaltet. Dass er jetzt Deadlines Fähigkeiten erhalten, einen Bonus auf Freunde und Feinde mit weniger als 50% ihrer Trefferpunkte. Okay. Mal schauen, inwiefern sich das auswirkt vielleicht aufs Game. Man weiß es nicht. Daraufhin wurde natürlich auch sein Gegenstand geändert, weil er hatte ja einen Gegenstand für seine Passive. Dann dementsprechend angepasst werden. Schutzwallstrategie. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer was ist Schutzwall. Weil ein Item. Zwar Schutzwall ist ein Item. Wirken der nächsten gegen deine Sentinels gerichteten Fähigkeiten wird geblockt. Hier ist eine Fähigkeit. Ich habe keine Ahnung, welche Fähigkeit das sein soll. Um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wer die Fähigkeit Schutzwall hat. Deadline hat vielleicht einen Schutzwall. Schutzwall. Mal kurz gucken. Ah, der kann sowieso den Schutzwall nicht haben. Stoß. Schutzwall. Wer hat denn einen Schutzwall? In der Turin sollte es ja ein Tank sein, ne? Supporter. Keine Ahnung, was ein Schutzwall sein soll. Ich kenne die ganzen Fähigkeiten, aber nicht vom Namen her. Aber wer braucht schon die Namen? Man kann alle Fähigkeiten so erklären, wer was kann. Braucht schon keinen Namen. Schutzwall. Wird ihr bestimmt nirgendwo einen Schutzwall finden. Weil es keiner hat. Der wird sowieso nicht haben. Ah. Nö. Ah. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es nicht.
Wundert mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Schutzwall. Ich habe keine Ahnung, wer einen Schutzwall hat. Aber ist egal. Ist egal. Das war eigentlich das Update. Natürlich das Größte an diesem Update waren halt die allgemeinen Gameplay-Änderungen vom Drachen her, von ein paar Sentinels. Die Preise, das ist ultra nice, dass die Preise geändert haben. Und halt der neue Sentinel. So wie ein paar Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel mit der Verlangsamung oder mit der Allianz, mit dem Schild und mit dem News und ESL-Page hier. Also, nee, vom TP ist es doch schon ein größeres Update wieder gewesen. Und mal schauen, das nächste große Update uns bringen wird. Ich hoffe, einiges Gutes. Wenn es so billig geworden ist, ultra nice. Ja, ich konnte mir einfach eine Leistung von Jiminy. Und die 6000 sind so schnell da. Ja, das war's dann mit Update 34. Leider gegen Bots gespielt. Aber ihr konntet den 19 sehen, das ist die Hauptsache. Und somit verabschiede ich mich für heute und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.